begrüßen Sie bei Redhead Zylinderkopftechnik und wir haben hier einen 3,2 Liter Direkteinspritzer von dem Porsche Cayenne. Und hier sollen also gasfeste Sitzringe rein, nachdem die alten Sitzringe also massiv tief eingelaufen waren und hier also jegliche Rettung sinnlos war. Der bekommt also neue Ventilführung und oder hat sie beziehungsweise schon mitunter oder soll sie bekommen, ne? Kommen noch rein. So, okay. Und hier sind jetzt praktisch die Sitzringe ausgebohrt worden, so dass wir das neue Maß nehmen können. Und dabei kann man dann feststellen, ich versuche es mal optisch einzufangen. Hier sind also, ja, ich nehme mal den hier, das ist besser. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Hier sind also Risse drin. Hier haben wir Risse drin. Hier oben haben wir in dem Steg Risse drin. Hier sind Risse. Hier auch nochmal. Hier hinten. Praktisch zwischen allen Auslässen, aber auch in den Einlässen teilweise, wie hier oben zum Beispiel gut sichtbar, auch Risse drin, hier hinten Risse drin. Das heißt, jetzt müsste man hergehen, um hier, natürlich gibt es jetzt Leute, die setzen dann auch neue Sitzringe rein, aber die verlieren natürlich durch die Risse, die wir hier haben, ihre Vorspannung. Und zu welchen Auswirkungen das führen kann, mag man sich vorstellen, will man aber eigentlich gar nicht wissen. Und insofern, um hier eine gewisse Stabilität wieder reinzubekommen, müssen wir also diese Bereiche wegfräsen und dann entsprechend aufschweißen, um hier maximale Stabilität sicherstellen zu können. Und dann wird praktisch die Sitzbohrung wieder neu erzeugt und dann sind wir wieder nach einigen Stunden Arbeit an dem Punkt, wo wir jetzt sind und können dann eben Sitzringe bestellen und die entsprechend dann einschrumpfen für weitere Folgearbeiten. Jetzt ist der Kopf also erstmal vorgeschweißt und als nächstes drücken wir den ab und dann schauen wir mal, ob er nach dem Schweißen jetzt dicht ist. Und hier haben wir jetzt, wie Sie so sehen können, so schemenhaft zumindest, sind die ganzen Mittelbereiche um die Zündkerzen selber aufgeschweißt worden und die Schächte geschweißt worden und die Risse entsprechend beseitigt. Und jetzt liegt also hier im Abdrückbecken sicherheitshalber nochmal, um zu schauen, ob die Schweißarbeiten irgendwie nachteilige Auswirkungen in Bezug auf Dichtheit hatten. Aber hier ist alles in Ordnung. Wir haben jetzt 2 Bar drauf und wir erhöhen jetzt nochmal sicherheitshalber. So, jetzt haben wir 3 Bar. Das ist also alles dicht und sieht also sehr gut aus. Gut, das war's. Jetzt werden wir den Kopf entsprechend dann entnehmen und dann auf der Sitzfräsmaschine dann soweit vorbereiten, dass er die neuen Sitzringe aufnehmen kann und dann wird Zug um Zug abgearbeitet, was notwendig ist, um den Kopf wieder frisch zu machen. Jo, das war's. Bis dann.